Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Ich habe als Überschrift für meine Predigt die Zeilen genommen, es ist Zeit zu gehen. Mir geht es jetzt weniger um das bekannte Lied eines Sängers, der so ein Lied mal geschrieben hat, sondern mir geht es um Jesus, der, wir haben Himmelfahrt gestern, am Donnerstag gefeiert, bei dem es Zeit war, die Erde zu verlassen, seine Jünger allein zu lassen und doch nicht so ganz allein zu lassen, aber zumindest körperlich nicht mehr anwesend zu sein. Es geht also heute um einen Abschied und um eine Berufung, die Jesus gegeben hat. Und es geht darum, dass wir Jesus seinen Auftrag kapieren und nicht einfach kopieren. Ihr kennt es bestimmt aus der Politik. Es gibt große Menschen, die viel geleistet haben und denen der Abschied irgendwie schwerfällt. Also es können Leute sein, die eine ganze Ära geprägt haben. Die einen klammern sich lang an ihr Amt, die anderen gehen mit Würde. Vielleicht habt ihr es beim Fußball vor Augen. Zum Beispiel ein Philipp Lahm, der ging nach dem WM-Titel 2014 mit Ruhm und musste nicht den Niedergang unserer Nationalmannschaft mehr miterleben. Kann für manche ja auch bitter sein. Oder auch andere Politiker, die lange Zeit erfolgreich waren und dann durch Affären in der Politik gehen mussten, nachdem sie erst sehr viel für die deutsche Einheit getan haben. Zeit zu gehen ist das Thema. Und die Frage ist, wie hat Jesus das gemacht? Natürlich war es bei Jesus völlig anders, das wissen wir alle. Er war der Sohn Gottes. Und für ihn war es nach dem Tod, nach der Auferstehung, dennoch die Zeit zu gehen und seinen Jüngern einen Auftrag zu geben. Einen richtig großen Auftrag. Und bevor er in den Himmel hochgefahren ist, gibt er seinen Jüngern noch sowas wie ein finales Briefing. Man kann sagen, sein finales Manifest, das, was er ihnen auf jeden Fall noch mitgeben möchte, das, wo er sagt, das merkt euch auf jeden Fall, darauf legt Wert. Also das hat nochmal einen ganz besonderen Wert, wenn ihr von jemand verabschiedet werdet und ihr wisst, ich sehe die Person nie wieder und es eine prägende Person ist und die sagt, hey, wenn du alles vergisst, das vergiss nicht. So war es auch bei Jesus und den Text, den wir gerade gehört haben, der ist das finale Manifest von Jesus. Mir sind da mehrere Punkte wichtig und als erstes, der erste Punkt ist, Jesus sorgt bei seinen Jüngern in seinem finalen Manifest dafür, dass der Groschen bei ihnen fällt. Es war ein Briefing, bei dem Jesus seinen Jüngern zeigt, hey, das Kreuz war kein Unfall. Das Kreuz war nicht ein Zufall. Das Kreuz war nicht irgendwie nur ein tragisches Ende einer guten Idee. Kreuz und Auferstehung war Gottes Plan. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Es war kein Unfall, dass er leiden und sterben musste. Es ist genau das, wovon der erste Teil der Bibel, das Alte Testament, spricht. Bis zu dem Zeitpunkt haben die Jünger von Jesus viel gehört. Die haben Jesus seine Predigten gehört, aber die haben es irgendwie nicht kapiert. Also die haben gehört und doch nichts verstanden. Sie wussten viel von den biblischen Schriften vom Alten Testament. Sie kannten das. Die Menschen in der damaligen Zeit, die waren in den biblischen Schriften schon irgendwie zu Hause. Aber der Groschen war bei ihnen nicht gefallen. Das lag für sie da wie so ein großes Puzzle in Einzelteilen. Aber das Bild ist für sie nicht durchgeschieden. Und Jesus legt jetzt alle Puzzleteile zueinander, dass ein gesamtes Bild entsteht. Es heißt in Vers 45, und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten, und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben, und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Also bis dahin hatten die Jünger alles vor sich liegen, haben es nicht verstanden. Sie hatten wie so ein Brett vorm Kopf. Und Jesus nimmt ihnen jetzt dieses Brett ab und sagt, Leute, es ist eigentlich ganz offensichtlich, die Bibel ist klar. Sie bekommen jetzt plötzlich eine Erleuchtung und kapieren es und sehen, okay, hey, das ganze Alte Testament, das redet von Jesus. Das ganze Alte Testament ist wie so eine Schnellstraße auf Jesus hin. Es gibt so drei Spuren. Es gibt so die eine Spur, das ist links, das fahren alle ganz schnell. Das sind die direkten Prophezeiungen, Jesaja 53. Dann gibt es so Prophezeiungen, die nicht ganz so klar sind. Und dann gibt es die Prinzipien, die Linien, wo wir merken, okay, wir sehen,
die Menschen im Alten Testament, ein König David war ein besonderer König, aber der wahre König ist Jesus. Und so haben wir diese Schnellstraße durch das Alte Testament, die auf Jesus hindeutet. Vielleicht kennt ihr es aus einem guten Krimi, also wenn ein Krimi mal richtig gut ist und Sherlock Holmes zum Beispiel mal ermittelt, besser als manche Tatorte, dann werden alle Fakten erstmal gesammelt. Und klar, oft ist es dann auch so, wenn der Krimi gut ist, dass man erstmal ratlos ist. Alle Verdächtigen scheinen unschuldig zu sein, man tappt im Nebel und irgendwann kommt der Ausruf, Mensch, wir waren doch so blind. Bei Sherlock Holmes ist es dann meistens Watson, der blind war, aber anderes Thema. Und der Ausruf, es liegt doch alles auf der Hand, wie konnten wir das nur nicht sehen? Die Geschichte löst sich völlig auf, alles ist logisch, auf dieser Ebene gedacht und der Fall ist klar. Wenn wir den Film danach noch zweites Mal anschauen, denken wir von Anfang an, hey, ist doch logisch, dass der eine der Täter ist. Ist doch offensichtlich, alles spricht dafür. Beim ersten Schauen denkt man, ja, man sieht einen Wald vor lauter Bäume nicht. Und ich glaube, so ähnlich dürfte es den Jüngern ergangen sein. Die haben am Anfang nicht durchgeblickt. Und dann kam Jesus, hat sie mit dem Heiligen Geist die Erleuchtung gegeben und plötzlich kapieren sie es, die ganze Bibel hat ein Thema, Jesus. Die ganze Bibel redet von ihm. Es gibt ein stimmiges Bild. Es ist so, wie wenn wir erstmal ein verschwommenes Bild auf der Ferne sehen und dann setzen wir unsere Brille auf und erkennen, haha, okay, ist alles eigentlich ganz scharf. Also was ist es, was die Jünger als erstes von Jesus lernen in seinem finalen Manifest und die Zusammenfassung von einem wichtigen Punkt, den Jesus ihnen mitgibt? Der erste Punkt im finalen Manifest von Jesus lautet, es war Gottes Plan von Anbeginn der Zeit, dass Jesus am Kreuz starb. Es war Gottes Plan, der schon im Alten Testament feststand, dass Jesus von den Toten aufersteht. Im Alten Testament hat Gott bereits von Jesus gesprochen und der Heilige Geist erleuchtet uns für diese Erkenntnis. Das war das Erste, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Jesus sagt seinen Jüngern, wir machen nichts Neues, also nicht eine neue Religion, sondern das, was im Alten Testament steht, davon ist Jesus die Erfüllung. Wie gesagt, wir sind im finalen Manifest, deswegen ist alles sehr komprimiert und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt, ein etwas anderer Punkt. Der zweite Punkt im finalen Manifest ist, die Jünger und damit auch wir sind berufen in die Welt und für die Welt. In Vers 47 heißt es, und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Also Jesus sagt, okay, ganz zentral für meine Aufgabe ist es, für eure Aufgabe ist es, Sündenvergebung soll überall gepredigt werden. Jesus spricht von Umkehr und davon, dass sie in Jerusalem starten sollen. Diese Punkte haben für den auferstandenen Jesus eine große Wichtigkeit. Wir fangen mal mit dem ersten Begriff an. Oft übersetzt mit Buße. Das Wort kann bei manchen von uns so ein bisschen ein Stirnrunzeln auslösen, wenn wir überlegen, okay, was um alles in der Welt meint das? Ich meine, okay, wenn wir im frommen Sektor irgendwie aufgewachsen sind, das alles mit der Muttermilch aufgesogen haben, dann denken wir, okay, klingt fromm, ja. Aber was kommt da dir in den Sinn? Wenn du es googelst, kommst du vermutlich erstmal so ein Strafzettel raus. Also, als wir heute Morgen durch den Schwarzwald hierher gefahren sind, sind wir an erstaunlich vielen Blitzern vorbeigefahren. Ich habe dann auch gemerkt, die Schwarzwälder sind sehr freundlich, denn bei einem Dorf haben sie vorne ein Schild aufgehängt aus Pappe. Vorsicht, hier wird geblitzt. Und da war gerade ein mobiler Blitzer dahinter. Also, fand ich ganz nett. Aber ich vermute mal, das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Oder vielleicht kennt ihr die Aussage, das wirst du mir büßen. Vielleicht auch aus manchem Krimi, oder ihr habt es auch schon zu jemand gesagt. Ich glaube, das meint Jesus auch nicht. Nein, ich weiß, Jesus meint es nicht. Es gibt so eine aktuelle Mode, dass man eine künstliche Intelligenz befragt, wenn man so Sachen nicht weiß. Und ich habe das mal bei ChatGPT gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich frage mal da, was bedeutet Buße? Manchmal habe ich da schon die abenteuerlichsten Erfahrungen gemacht mit diesem Programm. Aber ich möchte euch einfach mal die Antwort vorlesen. Und ich sage so als Disclaimer vorweg,
das ist nicht meine Meinung. Aber ChatGPT schreibt, Buße ist eine Praktik oder Handlung, die darauf abzielt, eine Person zu ermutigen, ihre Handlung zu bereuen oder für das, was sie falsch gemacht hat, sich zu entschuldigen. Im religiösen Kontext wird Buße oft als Teil des Prozesses der Vergebung und Versöhnung angesehen, bei dem jemand seine Sünden anerkennt, bereut und sich um Vergebung bemüht. Dies kann beispielsweise durch Gebet, Fasten oder eine Spende an wohltätige Zwecke erfolgen. Ja, ich habe das mal zur Kenntnis genommen. Jetzt ist sicherlich nicht alles völlig falsch von dieser Definition, aber aus christlichen Sinn doch ganz schön viel. Was meint also die Bibel, wenn sie von Buße spricht? Und wo ist der Zusammenhang zur Vergebung der Sünden? Ihr kennt vielleicht, wenn ihr so ein bisschen in der Musikwelt unterwegs seid, den Rapper Sido. Ich muss ehrlich sagen, war nie so wirklich mein Lieblingssänger. Ich bin jetzt aber doch irgendwie zufällig auf ein Lied von ihm gestoßen. Das Lied heißt Danke. Und das widmet er an Gott und sagt, er möchte sich nicht mehr streiten. Und er bittet Gott um Vergebung seiner Feindschaft ihm gegenüber und singt, er soll ihm doch einen Platz im Himmel freihalten. Als ich das Lied gehört habe, hat es mich tatsächlich bewegt, weil ich gedacht habe, okay, ich spüre hier eine Sehnsucht raus von Menschen irgendwie nach der Versöhnung mit Gott und dachte gleichzeitig, schade, so ganz angekommen scheint er noch nicht zu sein. Buße im christlichen Sinn ist nämlich mehr. Was meint Buße jetzt also? Es geht nicht darum, dass ich erstmal Gott mit meinen guten Leistungen beeindrucke. Das ist so eine Sache, wir Christen wissen, wir können es nicht, aber wir versuchen es doch irgendwie immer mal wieder. Umkehr und Buße ist das, was ganz am Anfang erstmal vom Glauben steht, aber gleichzeitig auch etwas, das sich immer wieder im Glauben durchzieht, was täglich stattfindet. Ihr wisst, Waldemar hat das bestimmt schon 100 Mal hier gepredigt, als Menschen sind wir erstmal alle Sünder und von Gott getrennt. Also es ist dabei uninteressant, ob die Eltern gläubig sind, ob du als Kind getauft wurdest oder immer der Meinung warst, es gibt Gott, die Bibel ist wahr. Jeder Mensch ist ursprünglich von Gott getrennt. Alle haben Schuld auf sich geladen. Die Sünde ist bei jedem drin. Und die Umkehr, die Jesus will, dass wir jetzt weiter sagen, die geht jedem von uns persönlich an. Dietrich Bonhoeffer, ein von mir sehr geschätzter Theologe, der hat richtig erkannt, wenn du in einem Zug in der falschen Richtung unterwegs bist, hilft es nicht, wenn du im Zug im Gang in die entgegengesetzte Richtung läufst. Bringt nichts. So kommen mir manchmal die Versuche vor, wenn wir mit guten Taten Gott beeindrucken wollen. Wir versuchen, ein gutes Leben zu führen. Bringt nichts. Ist gut gemeint, mehr aber auch nicht. Was dran ist, ist, du musst umsteigen. Anders funktioniert's nicht. Und das ist das, was eine biblische Umkehr, auch Bekehrung genannt, ist. Wir steigen komplett um. Jesus sagt zu uns, du bist schuldig, du bist mehr sündig, als du es dir in deinen schlimmsten Albträumen vorstellen kannst. Und ich sag zu Jesus, ja, stimmt. Und Jesus sagt zu mir, und meine Gnade und Vergebung ist viel größer, als du es dir je erträumen kannst. Nimm sie an, nimm meine Herrschaft an. Und ich sage zu Jesus, ja, ich will. Das ist etwas, platt gesagt, die Umkehr. Ich gehe im Gebet zu Jesus, bereue meine Schuld, gib ihm mein Leben. Er soll mein Herr sein. In dem Moment kehre ich zu Gott um. Und so wird die Umkehr, die Bekehrung zum Griff nach dem Guten. Also nicht, dass wir jetzt was leisten, aber wir nehmen Gottes rettende Hand an. Mit solcher eine Umkehr startet unser Christenleben. Jeder, der Christ ist, hat irgendwann mal eine Umkehr erlebt. Bei manchen eine ganz spektakuläre, bei manchen anderen sehr unspektakulär. Ich bin im frommen Elternhaus aufgewachsen. Bei mir war es, ja, da war nichts Spektakuläres. Ich war nicht davor in Drogen oder so. Ich war halt so ein frommes Kind und habe gemerkt, okay, ich muss mich auch bekehren. Da war jetzt nichts irgendwie Krasses unterwegs. So ist es bei jedem anders. Aber mit so einer Umkehr startet der Glauben. Ohne Umkehr gibt es keinen Glauben. Also wenn du der Meinung bist, es gibt Gott, super, das ist kein Glaube. Wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst, klasse, macht einem nicht zum Christen. Wir gehören nicht Gott,
wenn wir Jesus nicht unser Leben gegeben haben, wenn wir nicht umgekehrt sind. Ich bin ein totaler Fan der Taufe, sie gehört immer dazu. Sie macht uns nicht zu Christen. Die Frage ist, habe ich zu Jesus "Ja, ich will" gesagt? Ich bin seit 6 Jahren, beziehungsweise in einer Woche, nein, in 6 Tagen sind es 6 Jahre, seit 6 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Wir sind nicht verheiratet, weil wir viel übereinander wissen. Wir wissen einiges übereinander. Wir haben stundenlang telefoniert, unser Rekord war, glaube ich, 6 Stunden mal. Wir haben recht lang weit auseinander gewohnt. Da lernt man sich gut kennen, wenn man telefoniert. Aber dadurch waren wir nicht verheiratet. Wir waren nicht verheiratet, indem wir uns gedatet haben. Wir waren nicht verheiratet, indem wir uns geküsst haben. Auch nicht durch das Zusammenziehen und schon auch nicht durch den Sex waren wir verheiratet. Wir waren verheiratet, als wir beide vor dem Standesamt standen und vor der Standesbeamtin gesagt haben, ja, ich will. Da waren wir verheiratet. Und so ist es auch bei Gott. Es braucht dieses "Ja, ich will", um die Vergebung anzunehmen. Und Jesus sagt, die Vergebung ist an die Umkehr geknüpft. Jeder, der zu Gott umkehrt, sagt damit zu Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich schaff's selbst nicht. Und Jesus, jeder, der umkehrt, sagt auch, Jesus, ich vertraue darauf, dass du die Rechnung meiner Schuld am Kreuz bezahlt hast. Dass ich von dir Vergebung bekomme, weil du für mich gestorben bist. Das heißt, wenn du umgekehrt bist zu Jesus, hast du die Vergebung. Das ist nicht was du dir dann irgendwie immer wieder neu verdienen musst. Die Vergebung ist da. Die von euch verheiratet sind, kennst, es gibt manchmal Situationen in der Ehe, da ist der Ehepartner etwas schwierig. Also in unserem Fall bin's ich, natürlich immer nur, aber stellt euch mal vor, unrealistisches Szenario, meine Frau und ich streiten. Unabhängig auch von der Frage, wer schuld ist, dann ist unsere Ehe nicht dadurch beendet. Also wir müssen nach dem Streit nicht zum Standesamt gehen und uns neu verheiraten. Was wir danach machen ist, ich sehe es ein, dass ich mal wieder Dummheiten gemacht habe, wir nehmen uns in die Arme, reden darüber und vergeben einander und führen unsere Ehe fröhlich weiter. Wir müssen nicht nochmal zum Standesamt. Und so ist es auch mit Gott. Wenn ich als Christ schuldig werde, ich muss mich nicht neu bekehren. Ich gehöre zu ihm. Mich wird nichts aus seiner Hand reißen. Aber ich bringe trotzdem meine Schuld zu ihm und bitte ihm Vergebung. Ich sage zu Jesus, es tut mir leid, dass ich hier schon wieder Mist gebaut habe. Ich war schuld, verzeih mir bitte. Es geht um Klärung der Beziehung, aber es geht nicht darum, dass wir quasi neu vor Standesamt müssen. Das müssen wir mit Jesus nicht, einmal reicht. Und Jesus sagt zu seinen Leuten, hey, das ist eure Botschaft. Das ist es, darum geht es. Es gibt viele theologische Fragen, die spannend sind. Aber das ist ein zentraler Kern. Wenn der verloren geht, gibt es kein Christentum. Es gibt Fragen, da kann man anderer Meinung sein. Ihr könnt tausendfache Ansichten haben zu dem, wie es in der Endzeit aussieht, ob es bei der Entrückung regnet oder schneit und lauter solche Fragen. Alles bestimmt irgendwie spannend, zumindest manche Fragen. Aber wenn diese zentralen Fragen nicht klar sind, dann fällt der Glaube. Und Jesus sagt seinen Jüngern, das ist das Zentrale, das geht überall hin und predigt es. Sagt es allen Menschen. Und dann sagt er, fangt in Jerusalem an. Vielleicht denkst du jetzt, okay, ja klar, Jerusalem war ja halt die Stadt damals, logisch. Nee, nicht so ganz logisch. Jerusalem war die Stadt, in der Jesus gekreuzigt wurde. Es war die Stadt, die Jesus komplett abgelehnt hat. Es war die Stadt, wo sie geschrien haben, weg mit ihm, der soll nicht unser König sein. Die haben gebrüllt ans Kreuz mit ihm. Hier wurde Jesus angespuckt, erniedrigt, gefoltert und gequält. Und Jesus sagt seinen Jüngern, genau dort predigt die Vergebung. Genau zu den Menschen, die mich abgelehnt haben. Genau zu den Menschen, die mich verachtet haben. Zu denen, die mich ans Kreuz geschlagen haben. Die Stadt, an der Jesus betete, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dort soll die Vergebungsbotschaft ihren Anfang nehmen. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Denen, die Jesus ablehnen und denen, die ihn toll finden. All denen gilt seine Botschaft der Vergebung. Kann für uns Christen manchmal herausfordernd sein, dass gerade Jesus die rufen möchte,
wo wir denken, hey, die sind so katastrophal, die sind so schlimm, die sind so grausam. Heute würden wir vielleicht sagen, Jesus sagt uns, geht zu den Putins dieser Welt und predigt ihnen, kehrt um. Es gibt Vergebung. Herausfordernd. Aber die Botschaft der Vergebung gilt allen. Und Jesus wollte, dass seine Jünger zu denen hingehen, die die Schlimmsten waren, die ihn am krassesten abgelehnt haben. Und die Botschaft ist, Jesus will alle. Jesus will dich, egal was deine Vergangenheit ist. Und damit sind die Jünger losgegangen. Wir sind heute nicht mehr am Startpunkt. Also wir stehen jetzt nicht mehr alle am Berg vor Jerusalem. Wir sind jetzt, wir in Donaueschingen, ihr in Emmendingen und Umgebung. Und wir haben den Auftrag, weiterzugehen. Unser Auftrag ist es, in unserem Umfeld Jesus bekannt zu machen. In unserem Umfeld Jünger von Jesus zu sein, die das Evangelium zu unseren Menschen bringen. Unsere Botschaft ist, Gott ruft zur Umkehr auf und Gott vergibt. Das ist die zentrale Botschaft jeder christlichen Gemeinde. Es gibt eine neue Chance, mehr noch. Es gibt einen komplett neuen Anfang, ein komplett neues Leben. Und Jesus sagt seinen Jüngern, hey, ihr seid Zeugen davon. Seine Jünger sollen bezeugen, was sie erlebt haben. Sie sind keine Anwälte. Ein Anwalt verteidigt vor Gericht, ein Anwalt findet für alles eine Erklärung. Es gibt Fragen im Glauben. Vielleicht hast du auf die alle eine Antwort, ich habe sie nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Unser Auftrag ist es, ich bezeuge Jesus. Ich bezeuge, was ich gesehen und erlebt habe. Ich habe Jesus erlebt, ich bin zu Jesus umgekehrt, ich habe seine Vergebung erfahren. Das ist, was wir bezeugen können. Ich kann bezeugen, dass ich Jesus vertraue und dass der Glaube mir Halt gibt im Leben und im Sterben. Das ist das, was ich bezeugen kann. Du musst nicht alles erklären. Übrigens, es gibt tolle Hilfsmittel auch für Fragen. Also Timothy Keller, der ist am Freitag leider verstorben. Er war für mich einer der ganz großen Prediger, so eine Mischung aus Spurgeon und C.S. Lewis. Er hat das Buch geschrieben, Warum Gott, wo er sehr vernünftig den Glauben erklärt, sehr gute Argumente für den Glauben liefert. Als Zeuge musst du nicht die ganzen Antworten dort auswendig kennen. Wenn jemand diese Fragen hat, kannst du sagen, ich habe nicht die ganzen Antworten. Hier findest du ein tolles Buch, lies es, da findest du gute Antworten. Aber dein Job ist es, Jesus zu bezeugen und nicht alle Antworten zu haben. Wir sind nicht Gottes Anwälte, wir sind Zeugen Gottes. Also der zweite Punkt ist, Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag und der Auftrag heißt es, predigt Umkehr und predigt Vergebung von der Schuld. Ihr seid Zeugen davon. Und wie gesagt, das ist das Zentrale, was christliche Gemeinden brauchen. Es gibt viele Fragen, da können wir anderer Meinung sein. Das muss stehen. Und zum Schluss gibt Jesus seinen Jüngern noch eine Zusage, ein Versprechen. Jesus sagt ihnen, ihr bekommt Kraft. Jesus sagt ihnen Pfingsten voraus, dass wir in einer Woche feiern. Die Jünger sollen im Namen von Jesus predigen, aber die Vollmacht, die gibt ihnen Jesus. Übrigens, unser ganzes Predigen, unser ganzes Reden von Jesus ist sinnlos, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Ich kann mir den Mund fusselig reden, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, forget it. Da läuft nichts. Du kannst die beste Predigt halten, die besten Argumente für den Glauben bringen. Gott wirkt durch seinen Geist. Nur dann macht es Sinn. Der Heilige Geist wirkt in dir, weil du zu Jesus gehörst. Und er gibt dir Vollmacht, wenn du Jesus bezeugst. Übrigens, das ist keine theoretische Vollmacht nach dem Motto, ich kann alles sammeln und dann gehe ich erst los. Diese Vollmacht merkt man erst dann, wenn man losgeht. Also, wenn du Jesus bezeugst, wirst du es erst erleben. Das ist keine Trockenübung. Also, dein Job ist es, nicht Menschen zu überzeugen. Dein Job ist es, zu bezeugen und Gott überzeugt. Und damit komme ich nochmal zum Anfang meiner Predigt. Wir haben hier das finale Manifest von Jesus. Er gab es seinen Jüngern, als es bei ihm die Zeit war, zu gehen. Und was nehmen wir Christen für heute davon mit? Zuerst, jede fromme Arbeit ist sinnlos, wenn Umkehr, Bekehrung und damit Vergebung der Sünden nicht gepredigt wird. Wenn das fehlt, ist es keine Kirche,
keine Gemeinde und kein Glauben. Das Zweite ist, mit dieser Botschaft von Jesus stellen wir die Welt auf den Kopf, beziehungsweise Gott stellt die Welt damit auf den Kopf. Du veränderst die Welt nicht durch Politik. Ist bestimmt wichtig, ja, keine Frage. Aber so gut wie Politik ist, Politik verändert nicht die Welt zum Guten. Politik kann versuchen, Kriminalität einzudämmen, Frieden zu schaffen durch Verhandlung und Abschreckung. Aber das Herz von Menschen wird nicht durch Politik verändert. Das kann nur Gott, und zwar wenn Menschen zu Gott umkehren. Übrigens das beste Mittel für eine friedliche Stadt, das beste Mittel für ein Land, in dem wir gut leben können, sind Bekehrungen, Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Denn das macht die Welt zu einem friedlicheren Ort. Menschen, die Jesus vertrauen, Menschen, denen Jesus regiert, die sind nicht bereit, andere Länder zu überfallen. Die sind nicht bereit, Menschen zu foltern, die töten nicht, die verkaufen keine Drogen und versklaven keine Frauen in die Prostitution. Menschen, die zu Jesus gehören, machen sowas nicht. Die Botschaft, die die Welt verändert, ist die Botschaft von Umkehr und Vergebung. Und das verändert auch unsere Gesellschaft. Die Sehnsucht, die ich in manchen Liedern der heutigen Zeit im säkularen Bereich, zum Beispiel bei dem einen von Sido, raushöre, die Sehnsucht, dass Gott eingreift und die Welt in Ordnung bringt, diese Sehnsucht kann nur dann erfüllt werden, wenn Menschen zu Jesus umkehren und ein neues Leben von Jesus bekommen. Das verändert sie. Dann wird das Böse in der Welt weniger. Wir haben übrigens nicht das Versprechen, dass irgendwann mal auf der Welt durch uns Christen das Paradies entsteht. Überhaupt nicht. Das kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Erst dann. Also bis dahin, wir haben unseren Auftrag, Gemeinde zu bauen, zur Umkehr einzuladen, und es hat positive Konsequenzen auch für unser Umfeld. Aber das Paradies kommt erst mit Jesus. Und auch bei der Himmelfahrt dürfen wir dran denken, so wie er in den Himmel aufgefahren ist, so kommt er wieder. Wann? Wissen wir nicht. Wir wissen nicht das Wetter, wir wissen recht wenig dazu, aber wir wissen, er wird kommen. Und es ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Bis dahin dürfen wir unseren Glauben leben und mit den Taten bezeugen. Der christliche Glaube an Jesus, der macht uns Beine im positiven Sinn. Zur Nächstenliebe und zum Bezeugen von seiner guten Botschaft. Zum Schluss die Frage, was macht das finale Manifest von Jesus mit dir? Was macht es mit uns? Wir alle sind von Jesus gemeint, gewollt und berufen. Auch zum Erfüllen von seinem Auftrag. Gott segne uns dabei, euch hier in Emmendingen und überall, wo ihr sonst seid. Amen.